Miau, willkommen zurück zu The Evil Within. Ich schätze, ihr habt auch keine Lust hier drauf, hm? Verständlicherweise. Ich frag mich ja. Zum einen ist es ja... Oh, da hinten ist noch eine zweite Achse. Ich wette, wir kriegen den nicht so schnell, ne? Läuft der jetzt ganz hier rum? Oder bleibt er da hinten? Mach mal die Lampe aus, bist du eigentlich wahnsinnig. Also, zum einen war es so, dass wir ihn eigentlich in einer anderen Sequenz getötet haben und da war er auch nicht besessen. Andererseits können wir nicht wissen, ob das stimmt. Der hier eh die ganze Zeit alles anders war. Ich find's nicht cool, dass er hier rumläuft. Oh, oh. Wo gehst du hin, Chef? Ja? Kommst wieder zurück jetzt, ne? Habe ich meine Chance verpasst. Okay, Joseph, dass du besessen bist, ist auch der einzige Grund, warum ich das annehme, dass wir dich jetzt angreifen müssen. Ich werde dich umbringen, Kidman. Nicht, wenn ich es zuerst tue. Fick dich, Kidman! Okay. Das war Strike Nummer 1. Aber bestimmt nicht der einzige. Hä? Wo ist er denn? Hier. Okay, okay, okay. Er sieht uns hierdurch nicht. Es ist kein geiles Versteck, muss ich sagen. Ich werde dich umbringen, Kidman. Der macht mir echt Angst, ey. Die haben hier einen ordentlichen Psycho kreiert gerade. Und ich schätze auch mal, dass wir Instant Death sind, wenn er uns erwischt. Ah. Lauf doch nochmal da hinten zur Tür, das war ganz angenehm. Das ist nicht der gute alte Joseph, wie wir ihn kannten, ey. Geh weg. Los, zeig dich. Komm und töte mich, wenn du kannst. Ja, habe ich vor. Aber geh mal da weg. Das hat einen ganz blöden Radius, in dem er rumlatscht, finde ich. Nee, das ist zu riskant. Och, komm schon. Es muss auch für denjenigen schön gewesen sein. Der diese Sounds eingesprochen hat. Einmal einen Wahnsinnigen synchronisieren, ist schön. Okay, okay, wir müssen uns jetzt gleich mal trauen. Sonst geht das ja einfach ewig so weiter. Oh, jetzt ist er wieder da vorne. Okay, ich gehe mal wieder hier hin. Von hier kriegen wir ihn schneller, da sind wir nicht ganz so am anderen Ende vom Raum. Ah, duck dich. Ich werde dich finden und in Stücke reißen. Nein, wirst du nicht. Oder vielleicht schon. Ich könnte auch einfach mal die Taschenlampe ausmachen. Welcher normale Mensch würde die denn jetzt noch anhaben, bitte? Hier sind aber nicht noch mehr Äxte, ne? Ich hoffe mal, dass es mit zwei Strikes getan ist. Komm mal wieder raus jetzt. Ich trinke so lange Kaffee. 9 Uhr morgens am Sonntag. Hier. Schnauze. Ich weiß, dass du hier bist, Kidman. Das war der Razi-V. Sagt alle mal, hallo Razi-V. Und wehe, ihr habt nicht gemacht. Gut, das ist okay. Okay. Ich wünsche mir eigentlich, dass du wieder... Ach Gott sei Dank können wir da durchgucken, ne? Aber eher nicht. So, wo geht's hin? Okay, ich bin jetzt ganz dumm, schräg, strichmutig. Zeig dich, verdammt! Nein! Fuck!
Oh Gott, oh Gott. Scheiße. Okay, wir können ihn gar nicht angreifen, wenn wir keinen Schleichangriff machen. Also nochmal von vorn, ich hab's befürchtet. Oh, scheiße. Scheiße. Verlass mal deine Deckung. So kannst du ja nicht laufen, Mädel. Okay. Ne, da hinten ist einfach der Weg zu lang und dann dreht er sich wieder um. Die Tür verrät uns halt nur so minimal. Aber es interessiert ihn anscheinend nicht. Zeig dich. Komm und töte mich, wenn du kannst. Oh, I will. Ja, Leute, es tut mir leid, ich selber mag solche Passagen gar nicht, weil ich sie langweilig finde. Ich hoffe, für euch ist das trotzdem ein bisschen spannend. Ich weiß, dass du hier bist, Kidman. Ja, ich habe auch nie so getan, als wäre ich nicht hier. Doch, natürlich tue ich das gerade, aber er soll ja nur nicht wissen, wo. Das ist halt auch das Schlimme, dass er sich halt beim Laufen umsieht. Wo läuft er eigentlich hin? Sollen wir im... Oh, da hinten ist ja noch eine Axt. Ist schlecht. Seit da bist du ja. Ach, scheiße. Geht das? Weit kannst du nicht sein. Ach, scheiße. Wir sind nicht hier drin. Gott sei Dank sind die Viecher hier immer so geräuschresistent. Nein! Ich bin nicht da. Oh fuck. Ich finde, das hätte als Hit zählen müssen. Weit kannst du nicht sein. Sie hätte auch mal den Trick mit ihrem Absatz machen können bei ihm. Ups. Nein! Du kannst dich nicht verstecken. Er hat uns gar nicht gesehen gerade. Weit kannst du nicht sein. Ah! Joseph, nein! Nein, du hast mich nicht. Das ist ein doofer Kampf. I don't like it. Ah! Du kannst dich nicht verstecken. Okay. Das ist super nervig. Geh weg! Natürlich kannst du nicht mehr rennen. Ja, bleib stehen. Es ist nicht so, als wäre das hier gerade schlimm. Kidman! Verpiss dich! Versteck dich mal unterm Bett. Geht hier nicht. Doch, geht. Scheiße. Wird er mich da raus? Ja, wir machen einen auf Outlast. Tschüss! Scheiße. Okay. Oh, wir haben volle Energie aus irgendeinem Grund bekommen. Weit kannst du nicht, hab ich dich. Okay, scheiße. Jetzt haben wir es, glaube ich, einfach ein bisschen verkackt für heute. Weit kannst du nicht sein. Ha 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 ha!
Wenn wir in der Deckung ein bisschen schneller schleichen könnten, wäre das voll geil. Aber können wir nicht. Oh, komm schon. Wir spielen jetzt nicht, wir drehen uns im Kreis. Ich weiß alles über dich, Kid. Ich weiß, wer du bist. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Yes, eins. Fick dich, Kidman! Zweite Axt. Und warten. Na, oh. Guck mal, der Part ist fast vorbei und jetzt haben wir erst wieder den ersten. Aber der ist schwer, der ist ganz gut programmiert. Der läuft schnell genug überall rum. So wie jetzt gerade. Ach fuck, warum sprintet er denn? Weit kannst du nicht sein. Warum kann ich das Ding da jetzt untersuchen? Was war das denn jetzt? Man kann auch nie abschätzen, wie lange er wo stehen bleibt. Das ist mein Problem. Was? Scheiße! Scheiße, indeed. Jetzt haben wir auch... Da bist du ja. Wir haben die Axt nicht mehr. Okay, die dritte Axt. Und ich glaube, es ist die letzte, die wir kriegen. Ich hoffe, es war so programmiert und dass der jetzt weiter jetzt sein Ende bedeutet. Ich hoffe es sehr. Da kommt er wieder. Wo lang geht's, Junge? Links oder rechts? Gute Wahl. Ich werde dich finden und in Stücke reißen. Bist du das, Kidman? Mm-mm. Ich bin das nicht. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Du kannst dich nicht verstecken. Alter, oh Gott. Hör jetzt auf, da rumzulatschen. Das macht mich wahnsinnig hier gerade. Renn nicht weg. Ich erwisch dich sowieso. Hat er gerade wahllos geschossen oder sieht er uns? Okay, er ist jetzt einfach, glaube ich, ein bisschen kannst du nicht sein. Im Rage-Modus. Fuck. Oh Mann, oh Mann. Kannst du nicht sein. Okay, okay. Ob wir von hier den letzten Hit landen, das würde mich sehr freuen. Das Ganze dürfte jetzt auch gerne vorbei sein. Oh, Jesus. Aber sie haben es wirklich so geschafft, dass einem der gute Joseph, den man immer so mochte, jetzt ganz schön auf den Sack geht, ey. Ich weiß alles über dich, Kid. Ich weiß, wer du bist. Aber hier zu stehen ist besser als in den Sitzreihen, denn da müssen wir eine zu große Richtung überbrücken. Oh Gott. Warum zwingt ihr mich dazu? Verdammt, Joseph! Du hättest dich nicht einmischen sollen! Gibt es Taten, für die sie sich schämen?
hab's befürchtet. Wir haben plötzlich eine Waffe, bedeutet das, dass uns das Ganze jetzt vorgespielt wurde und dass wir ihn doch so umgebracht haben wie im Spiel und dass er jetzt tatsächlich tot ist. Aber sie ist auch so ein bisschen doof, kann das sein? Du solltest dich nicht einmischen, hat sie nicht gesehen, dass er besessen war? Das wundert mich manchmal doch sehr. Das Haus? Nein, das kann nicht sein. Mir macht das Haus im Übrigen gerade ziemlich Angst, weil die Abschnitte in solchen Häusern immer richtig kacke waren. Okay, aber der Part ist vorbei. Wow, wir haben jetzt den ganzen Part dafür gebraucht, um den besessenen Joseph eine zu verpassen. Ich will immer noch nicht, dass er tot ist, auch wenn das gerade echt scheiße war. Vielleicht sagen sie am Ende nochmal was dazu. Okay. Puh. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Morgen hoffentlich etwas flinker weiter. Okay, hinterlasst doch noch ein paar Kommis. Bis dann.